Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern, wenn das Licht ab und zu mal flackert. Ich habe gerade Fernseher an, 96, nein, aber Deutschland spielt gerade gegen Österreich. Und ich war gerade bei der Packstation und habe ein Paket abgeholt. Und frage mich gerade, ob meine Zuschauer mir zuhören. Also ich habe es aufgemacht, ich habe noch nicht reingeschaut. Aber draußen steht dran, World of Sweets. Und da oben steht auch nicht die, also es ist wirklich ein Paket von World of Süßigkeiten. Ob es jetzt ein Fanpaket oder irgendwas anderes ist, ich weiß es nicht. Genau, ich mache es mal auf. So, nochmal so. Aber gut. Was ist los? Nachricht bekommen. Nee, immer da. Da habe ich hier zwei Gutscheine. Einmal von, ja, Zilze. Und das ist, ja, egal. Dann haben wir hier einmal Belly. Nee, Jelly Belly. Ich glaube, es war so eine Probe, glaube ich. Okay. Oh, dann haben wir hier einmal Kinderriegel. 10 Stück. Ach Göttchen, da ist Sticker drin. Ne? Ach Göttchen, da sind Sticker drin. Also, die sind schon offen. Also unten ist... Ja, okay. Dann haben wir einmal hier, auch kaputt, egal. Karamell. Karamellmack von Nestle. Super. Ja. Dann haben wir einmal zweimal Toblerone, die normale, zweimal gleich. Dann haben wir zweimal, okay, Kinder Happy Hippo. Ganz ehrlich, kenne ich gar nicht. 5 Riegel. Haben wir auch wieder zweimal. Boah. 300 Gramm Kinderschokobons. Ja, Hammer. Ich habe gehört, die gibt es auch in Weiß jetzt. Also, mein Gott, was alles gibt, wa? Dann haben wir hier einmal Kinderkorni. Ich weiß nicht. Ist ja nett, wenn eine Zuschauerin mir das geschickt hat, aber... Wer meine Videos verfolgt, weiß ja, dass ich abnehmen möchte. Und jetzt sie keinen Box generell, das ist total falsch eigentlich ist. Aber na gut, man möchte, ich möchte nicht rummotzen. Ich bin ja froh, dass ihr ja, mir zuschaut. Dann habe ich hier Zuckerwatte. Ah. Einmal in Erdbeer. Nee, Quatsch, oder? Sieht aus wie Erdbeer. Dann wie Blaubeer. Ja, genau. Ein anderes Vanille. Einmal und nochmal. Ja, hier steht Vanille, Erdbeer und Blaubeer. Okay, nochmal. Gut. Jetzt haben wir das hier. Popcorn. Chio Popcorn. Wie im Kino, süß. Nochmal. Achso. Dann haben wir wie auch Chio Popcorn wie im Kino und dann Koffee Karamell. Was? Ach du dickes Ei. Ja, passt ja. Kinderjoy. Mit Überraschung. 2 Stück. Süß. Dann haben wir einmal. Von Socks. Hier, Socks gibt's. Warte mal, ist das hier hinten wirklich drauf, wo das hergestellt wird? Warte mal. Ja, haha, Socks.
Hameln. Das wird in Hameln in meiner Stadt das hergestellt. Einmal Socks und dann das so Schießbälle. Aus mit beliebte Käsesorten. Ja klar, Schieß, ne? Dann haben wir das jetzt. Jetzt haben wir es. Und zum Schluss haben wir noch Zwiebels. Zwiebelkräutermix. Das war jetzt mein Einkauf, sag ich schon. Nein, mein Fanpaket, glaube ich. Also ich habe es mir selbst nicht gekauft, weil es wird ja nichts nützen. Genau. Ich packe es erstmal wieder ein. Die Schokolade werde ich wahrscheinlich in den Kühlschrank packen. Leute, ich freue mich über Fanpaket, natürlich, klar. Aber nicht solche. Ja, klar freue ich mich. Klar, aber ich möchte abnehmen und so ist es jetzt noch schwerer. Also, weil, wenn ich jetzt Süßigkeiten im Haus habe, jetzt habe ich zurzeit gar keine im Haus gehabt. Jetzt habe ich wieder Süßigkeiten im Haus. Ja, danke. So, Mari, das ist jetzt mein Frühstück. Ein Brötchen. Frischkäse, vegetarischer Pommersche. Weiß nicht, was ich alles drauf mache. Dann habe ich hier einmal einen Mix aus Gurken und Tomaten, Margarine, einen Kaffee und Tilsiter.
So, mal nach dem Sport mache ich jetzt was zu essen. Jetzt sieht ein bisschen viel aus, ist aber auch für mehrere Tage. Also habe ich hier einmal Pilze zweimal, weil die müssen weg. Dann habe ich hier einmal Tofu. Dann habe ich hier diese Band, diese China-Nudeln. Dann habe ich hier Paprika, Spitzpaprika und Tomaten. Das schneide ich alles klein und dann kommt es in eine Pfanne und wird Asianudeln. Das ist jetzt das Essen. Also China-Nudeln mit Tofu. Hallo meine Lieben. Ganz, ganz kurz. Ich wollte gerade duschen und habe aber vorher nochmal die Zähne geputzt. Und mein Gott, mein Herz. Ich weiß, ich verstehe es gar nicht. Ich habe daran gedacht, an meine alte Zeit in der Schule da, in der Pflegeschule da, ne? Und ich habe nur darüber gedacht, ne? Also, wie das so ist, wenn ich jetzt da noch wäre und ob ich sie weiterempfehlen würde und sonst noch irgendwas. Und dann bin ich gerade rausgegangen und der eine, den ich da in Kontakt war, hat mir gerade eine SMS geschrieben. Oder eine WhatsApp-Nachricht, wie man es auch nennt. Aber es ist schon krass. Ich habe darüber nachgedacht und zwei Minuten später schreibt er mir, also welche Zufälle es gibt, wa? Ja, mein Lieben, ist auch egal. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Montagabend. Mein Tag wurde eher langweilig. Von daher werde ich jetzt hier schnell duschen und dann gucken, ob ich ihm antworte. Der hat dann mal DVD noch, den CD noch, aber ich kann er ruhig behalten, aber mal gucken. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Abend. Tschüssi!